Hameln wäre allein wegen seines schönen Stadtbildes, seiner herrlichen Bauten im Weser Renaissance-Stil und nicht zuletzt wegen seiner malerischen Umgebung ein Besuch wert. Doch seine große, ja weltweite Anziehungskraft verdankt Hameln einer Legende, derjenigen nämlich, die von einer rätselhaften Figur erzählt. Ich rede ja vom Rattenfänger von Hameln. Auch heute bleibt die Stadt gewissermaßen in seiner Schuld. Im Sommer gibt es in Hameln zwei musische Veranstaltungen mit dem Rattenfänger als Zentralpunkt. Beide finden am Alten Markt statt, und zwar vor dem sogenannten Hochzeitshaus. Das Schauspiel am Sonntag gibt die Geschichte so wieder, wie sie in Grimms Deutsche Sagen erzählt wird. Koppenbrügge ist im Gegensatz zu Hameln ein kleines, fast unbekanntes Nest. Historisch ist die Kleinstadt doch von großer Bedeutung. Sie liegt an einer alten Hauptverbindungsstraße zwischen Ost- und Westeuropa. Den Zentralpunkt stellt das Schloss der Grafen Spiegelberg, die sich schon im 13. Jahrhundert in Koppenbrügge etablierten. Niklaus von Spiegelberg gilt in der Forschung als eine Schlüsselfigur in der Bildung der Rattenfängerlegende. Aber mehr dazu später. Wir befinden uns im Vorraum des Museums. Darf ich mich vorstellen, Herr Hüsam? Ich bin Norbert Truppenroth. Sie sind der Leiter des Museums in Koppenbrügge, des Museumsvereins in Koppenbrügge. Und ich hätte ein paar Fragen an Sie. Wir beschäftigen uns mit der Rattenfängersage. Wir haben gehört, dass Sie sich auch damit beschäftigt haben. Welchen Bezug hat dann die Rattenfängersage zu Koppenbrügge? Ich muss dazu sagen, ich selber hatte überhaupt nichts mit der Rattenfängersage ursprünglich im Sinne, als ich hier mit dem Museum begonnen habe. Ich habe aber dann über einen Hinweis von unserem damaligen Förster, Amelung, dann in Id diese Figuren entdeckt, diese Felsfiguren. Und dann wurde ich aufmerksam, weil die Unterlagen des Museums eben noch einige weitere Spuren eröffnet haben. Beispielsweise eine Theorie von einer Folkloristin, Waltraud Wöller, die 1957 eine Habilitationsschrift verfasst hatte, wobei sie Koppenbrügge als eine Deutung der Rattenfängersage. Jetzt macht uns das Datum des Auszuges der Hamelner Kinder ein bisschen stutzig. Es war ja mitten im Sommer. Und zu dieser Zeit des Mittelalters war es ja üblich, in dieser Zeit zu heiraten, damit die Kinder im Frühjahr geboren wurden. Könnte so etwas auch mit dem Auszug der Hamelner Kinder und solchen Tanzfesten zu tun haben? Da gibt es tatsächlich einen Hinweis in einem lateinischen Reimgebet, das sogenannte Passionale Sanctorum. Das war in Münster, das gehörte dem Münster, dieses Passionale. Und das Reimgebet spricht also davon, dass in diesem Jahr 1284 beiderlei Geschlecht oder Sexus heißt es in diesem Falle, Sexus lang, volanquet sexus uterque, heißt also so viel wie wo beiderlei Sexualität schwach wird. Das heißt also, da sind sexuelle Ausschweifungen mit beschrieben und die wiederholen sich dann auch nochmal in einem weiteren Teil, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, in die Details gehen. Also das ist ein Hinweis, dass es sich bei diesen Feiern um eben ein, sie eben aus der Erde kommen und man glaubte eben in der Erde, unter der Erde sei das Reich der Seelen, der Toten. Ja. Und insofern also ist das, was hier über dieses Rattenbannen oder Mäusefangen dargestellt wird, nichts anderes als ein Seelenthema. Das ist ein Seelenthema. Wird bestätigt durch diesen Petri Fischer, der da angeln möchte und Seelen retten.
will, aber jeder, der das beobachtet, sieht, dass die Angelschnur nicht eine dieser Mäuse oder Ratten fangen kann, weil die alle vom Fluss in die andere Richtung abgetrieben werden. Das schafft keiner von diesen. Der steht auch viel zu weit abseits von diesem Boot, mitten auf der Weser, nämlich ist der Fährmann mit einem Boot und sitzt dort im Boot, schlägt um sich, damit auch ja keine Ratte ins Boot hereinkommt. Und auf der anderen Bank in dem Boot sitzt der Pfeifer und bläst, damit die Ratten auch wirklich alle in die Weser hineinwandern. Und das ist also so ganz deutlich ein Symbol aus der Seelenkunde. Die Wanderung der Seelen über den Fluss ins Jenseits, ins andere Reich. Der Fährmann gehört als der Übersetzer mit dazu. Das ist ein typisches Seelenbild, Motiv, hat nur bisher keiner so verstanden. Ich weiß auch nicht warum. Aber auch nicht in der Bibel, also in den alten... In den alten Seelenkunden, in der Seelenkunde ist das so beschrieben. Ja, das so zu diesem Bild. Welche Bedeutung hat der Pfeifer oder Rattenfänger von Hameln für uns heute? Wir haben bereits verschiedene, ja gegensätzliche Möglichkeiten in Erwägung gezogen. Heiland, Teufel, Musiker, Hochstapler oder Kinderentführer. Was für ein Fazit kann man dann ziehen? Können wir denn heute die Relevanz des Rattenfängers, des magischen Flötenspieles in unserer so zerrissenen Zeit positiv deuten und daraus Vorteile ausloten, heute in einer Situation, die nicht zuletzt durch eine bedrohliche Kluft zwischen Generationen und Kulturen, ja zwischen Mensch und Natur, gekennzeichnet ist. Soll sich dies doch als möglich erweisen, so werden wir gewiss Hoffnung aus der von ihm verkörperten Macht der Musik schöpfen. Der Musik eben, die uns zu neuen Wanderungen bewegen kann, um uns nicht zuletzt durch die von ihm erzeugte Freude zu einigen.